Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist Zeit, um Gewinne auszulosen. Ich habe nämlich einige Gewinnspiele am Laufen gehabt. Um genau zu sein, werde ich heute 4 Leute sehr glücklich machen, hoffe ich. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich durch mit der ersten Person. Ich habe nämlich von Avelle noch 2 Gutscheine übrig gehabt, die ich gerne verlosen wollte. Dann habe ich euch Secret Fire und Young Elites angeboten als Gewinnspiele. Und ihr habt zahlreich teilgenommen. Dafür bedanke ich mich erstmal bei euch allen da draußen. Ich bedanke mich sowieso für die ganze tolle Unterstützung, die ihr mir immer gibt, den tollen Support, den lieben und tollen Austausch, auch wenn ich in letzter Zeit tatsächlich sehr inaktiv auf YouTube war, weil echt viel los war mit Hochzeit von Familie und was weiß ich nicht, Fortbildung und keine Ahnung, da war ich die letzten 14 Tage echt ein bisschen passiv. Aber das soll sich ab nächste Woche wieder ändern, ich freue mich schon sehr und ja, deswegen starten wir jetzt einfach mal durch, dass ich die 4 Leute glücklich machen kann. Ich blende hier gleich eure Kommentare unten ein. Wenn ihr Gewinner seid, dann schreibe ich euch unten an meine E-Mail-Adresse hin, dann könnt ihr mir da gerne hinschreiben. Ich hatte von irgendwem mal so die Aussage bekommen, dass das nicht so toll sein soll, weil sich da ja jeder melden kann. Ich hatte das bislang tatsächlich noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, und ich appelliere einfach an dieser Stelle auch nochmal an eure Ehrlichkeit, dass ihr niemanden einfach einen Gewinn wegnimmt. Ich glaube, darauf kommt auch eigentlich keiner, also ich würde da niemals drauf kommen, und von daher gehe ich einfach in der Annahme, dass von euch da auch niemand drauf kommt, und hoffe einfach, dass wir das weiter so gut miteinander hinkriegen, dass das alles ehrlich und gerecht bleibt. Also mir hat auch noch nie jemand geschrieben, du hast mir gar nichts geschickt, eigentlich war ich doch der Gewinner. Also das hatte ich auch noch nie in den 4 Jahren, die ich jetzt YouTube mache, und von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass das weiterhin so gut laufen wird. So, jetzt starten wir aber wirklich durch mit Avelle. Da habe ich 2 glückliche Gewinner. Einmal Herbstkind, hier ist dein Kommentar. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Glückwünsche an dich einfach. Hat mich sehr, sehr gefreut, von dir zu hören und von dir zu lesen. Und ja, ich bin glücklich, dass ich die Gutscheine jetzt doch nochmal unter die Leute bringe, weil ich es einfach wahnsinnig schade fand, dass die sonst verfallen werden. Und ja, von daher ist das sehr, sehr gut. Und ich hoffe, du schreibst mir, was du dir gekauft hast. Genauso wie Christina B. Die hat nämlich auch gewonnen. Hier ist dein Kommentar. Und ja, ich gratuliere euch beiden einfach von ganzem, ganzem Herzen. Ihr braucht mir auch einfach wirklich nur eine E-Mail schreiben und dann kopiere ich euch da den Code rein und die schicke ich dann direkt ab. Das geht eigentlich relativ schnell. Von daher sollte das im Laufe des Wochenendes irgendwie möglich sein, dass wir drei da so miteinander kommunizieren. So, und die beiden Gewinner von den beiden Büchern sind zum einen bei Secret Fire Nina Nachtigall. Herzlichen Glückwunsch an dich. Danke für deinen lieben, lieben, lieben Kommentar. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe einfach, du wirst mit Secret Fire genauso viel Spaß haben wie ich, weil ich habe es einfach nur geliebt. Ich fand es richtig, richtig toll. Und die Geschichte hat mich so begeistert. Und ja, du musst es einfach dann sehr, sehr zeitnah lesen. Ein ganz tolles Buch. Ich brauche von dir wirklich deine Adresse, damit ich dir das Plus schicken kann. Ich werde beide Bücher gemeinsam losschicken. Das heißt, wenn einer von euch beiden länger braucht, wird es halt ein bisschen länger dauern. Also wundert euch da nicht. Und ich muss halt auch noch einen Tag finden, wo ich zur Post komme. Durch Schichtdienst ist das immer alles nicht ganz so easy. Und ja, ich hoffe, du wirst ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch haben. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Gewinner von Young Elites. Und da habe ich euch ja die Frage gestellt, welche Superhelden ihr cool findet. Ihr habt mir da ganz, ganz viele Nachrichten geschickt. Ganz viele haben Batman gesagt, da bin ich sehr stolz drauf. Tatsächlich, ich liebe Batman ja auch. Ich bin ja bekennender Batman-Lieber. Und ich mag aber auch Dr. Strange ziemlich gerne. Der kam tatsächlich gar nicht vor, was ich sehr, sehr schade finde. Habt ihr alle Dr. Strange nicht gesehen? Oh, was ist los mit euch? Auf jeden Fall hat Young Elites gewonnen. Die Maya Müller. Müller hat sie tatsächlich auch noch komplett groß geschrieben. Also liebe Maya, du hast gewonnen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Young Elites und hoffe, dass du viel, viel Freude mit dem Buch haben wirst und dass es dir gut gefallen wird. Das ist ja auch schon ein Buch, wo man auch Bock drauf haben muss, weil es doch sehr speziell ist. Mary Lou hat da echt eine sehr spezielle Protagonistin erschaffen. Und ja, das war's schon von diesem Video. Ging ganz schnell und ich werde jetzt gleich Neuzugänge drehen. Wahrscheinlich habt ihr sie schon gesehen, wenn dieses Video hochkommt. Aber egal, ich werde es trotzdem machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dahin.